Du bist schon live, Henrik. Das ist sehr schön. Du stehst, guck mal, du stützt dich so sehr gegen den Tresen auf, dass der fast wackelt, ja. Das, hör auf, Mensch, das ist doch peinlich. Hör auf. Also, ja, Henrik. Guckt jemand zu, nee, ne? Keine Sorge. Doch, gucken uns welche zu, tatsächlich. Ja? Sag jetzt bitte, was es gibt. Ah, Kodamoram oder Kodamoram? Sonst. Dann gibt es Arabisch, nein. Es gibt Chapati. Winke jetzt allen zu hier. Winken, nein, es gibt jetzt gibt ein Chapati, ein indisches Fladenbrot mit Hummus und Karotten aus dem Ofen, so gerösteten Karotten. Okay. Also ein bisschen gesund, vegetarisch. Genau. Ich würde fast sagen, Winke vegan. Winke allen zu. Hallo, hallo. Let's go. Also Chapati mit Hummus und gerösteten Karotten. Chapati mit Hummus und, was habe ich gesagt? Gerösteten Karotten. Genau. Um der Sache jetzt mal habhaft zu werden. Und es gibt keinen Alkohol, heute gibt es Tee. Nee, es regnet nämlich den ganzen Tag. Genau. Außerdem ist heute Montag und wir machen alkoholfrei. Montag ist immer alkoholfrei. Montags ist alkoholfrei. Hör auf. Also wie mache ich da das mit dem Dinkelmehl? Meinen Sie denn, dass das gut ist, Dinkelmehl? Das ist hervorragend. Und zwar brauche ich 200 Gramm Dinkelmehl. Okay. Das ist wie es uns geht? Dinkelmehl. Wenn ihr fragt, wie geht's dir, Henrik? Mir geht's blendend. Henrik macht jeden Mittag ein Schläfchen. Ich habe heute kein Schläfchen gemacht. Doch, du hast ein kleines Schläfchen gemacht. Zwei Sekunden. Naja, ein bisschen. Deswegen bin ich auch so hübsch, weil ich ein schönes Schläfchen mache. Und dann regnet es hier heute den ganzen Tag. Der Teig ist echt super simpel. Super simpel. Also 200 Gramm Mehl, Dinkelmehl. Okay. 3 Esslöffel Rapsöl. 1, 2. 3. Und was kommt noch? Und, das wird echt schwierig und vor allen Dingen sehr teuer, 110 Gramm Wasser. Sind denn 110 Gramm Milliliter, ne? 110 Milliliter, nicht 110. Hallo. Gramm. Sind denn 110 Gramm auch 110 Milliliter? Das weiß ich nicht, ich sag einfach mal ja. Ich bin mir immer nicht so sicher. Ich auch nicht, aber ich mach's einfach mal so. Hallo, Tara. Der will nicht Tara gehen. Ja, weil die Batterie leer ist. Jetzt geht's. Also, wir haben 90. So, das war's schon. Also, die Antwort, ich vermute, dass die Antwort ist auf meine Frage, 110 Gramm Wasser sind nicht 110 Milliliter. Also, ist nicht dasselbe. Nein? Nee. Wer sagt es? Flamingo. Na, das ist ja egal. Es geht doch ums Gefühl. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein relativ einfacher Teig. Aber das eine ist ein Volumenmaß, ja, und das andere ist vollkommen richtig. Es kann ja nicht das gleiche sein. Ich okay. Habe jetzt mal aus der Hand ein klein bisschen mehr Wasser hier. Der muss jetzt eigentlich verknetet werden. Das ist aber auch nur, das ist sozusagen dieser Fladenbrotteig. Genau. Der. Ich mache jetzt nicht mit den Händen, weil sonst sehen die Hände ja aus wie Bulle. Ja. Der muss hier jetzt verknetet werden, der braucht ein bisschen Salz. Ein Herzchen. Natürlich könnte ich jetzt, wenn ich wollte, könnte ich ein bisschen Kreuzkümmel machen. Das mache ich aber nicht. Hallo. Hallo, hallo. Braucht noch ein bisschen Dinkelmehl. Manchmal ein bisschen Dinkelmehl, damit der nicht so klebt. Lass das Dinkelmehl mal raus. Und dann muss der eine Stunde im Kühlschrank. Eine Stunde im Kühlschrank. Nicht gehen, aber durchziehen. Wie so ein Mürbeteig. Da ist ja kein Triebmittel drin. Gar nichts, nein. Also nur Wasser, Öl und Mehl. Wasser, Öl, Mehl, Salz, mehr nicht. Zeig mal, wie sieht der von der Konsistenz aus. Der ist schon ganz schön so wie so ein. Und der löst sich schon wunderbar vom Teigboden. Also eigentlich ist das schon jetzt schon ganz gut. Ja, siehst du? Ja. Okay. Und jetzt machen wir den in eine Folie, also eine Glasfolie. Könnte ich jetzt auch irgendwie einen Frühstücksbeutel nehmen oder so. Aber ich mache eine Glasfolie. Und dann, komm her. BakeArt guckt uns auch zu. Ah, BakeArt aus Nyköping. Aus Nyköping? Weißt du, wer BakeArt ist? Who is BakeArt? Today is chocolate. Regards to Nyköping. Der macht die besten Karnebullen in Nyköping. Aber leider
He will make the best carne bulle in the shipping. And he knows that. Aber heute ist nicht Karnebullertag, sondern heute ist in Schweden Chocolate Ball, hier diese komischen Teile, die du... Die Mums-Mums? Nee. Nicht die Mums-Mums, diese Schokoladenbälle mit Kokos drumherum. Die Schweden haben ja immer irgendwelche Kuchenteile. Also, ich habe den Teig eine Stunde im Kühlschrank gehabt, den anderen habe ich jetzt zum Hinlegen gemacht. Das ist jetzt der Teig, der ist schon ein Weilchen drin. Genau. Und den Teig müssen wir nachher formen in 5 kleine Bällchen. Das können wir jetzt mal gleich machen. Ja. Ich mache das mal über der Pfanne ein bisschen, alleine wegen dem Mehl. Du hast ja hier heute gesaugt, dass es wieder Ärger gibt. Ich habe heute geputzt. Ich habe diesen Regentag genutzt und habe die Wohnung geputzt. Wie gesagt, wir machen mal 6 Teile. Müssen nicht deine Karotten in den Ofen? Ganz ruhig. So. Die lassen wir einfach mal hier liegen. Okay. Decken die ab mit dem Tuch. Passiert denen denn jetzt noch was? Was? Okay. Nee, ist nur, damit die keine Haut ziehen. So ein Teig zieht gerne mal eine Haut. So, was wir jetzt brauchen ist, möglichst schnell, saubere Finger vor allen Dingen. Und die Möhren brauchen, weil wir wollen ja geröstete Karotten machen. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Du sprichst immer in der Wirform. Ich? Du musst beeilen. Ich muss ackern. Genau, du musst ackern. Ich muss ackern. Ich muss hier nur das Handy halten. Genau, du musst nur das Handy halten. Einer filmt, der andere kocht. So. Ich bin jetzt hier relativ einfach. Ich mache hier mal den Herd wieder aus. Also die Möhren, wenn man die relativ gleichmäßig schält, dann schneiden wir die nur in so Balken, marinieren die ein bisschen mit Olivenöl, kommt ein bisschen Vanille dazu, Zucker, Pfeffer, Salz. Und dann kommen die so im rohen Zustand in den Backofen. Okay. Das ist ein sehr schneller, sehr einfacher Salat. Und das Lustige ist, diese Möhre, die harmoniert mit ganz vielem, mit Pfirsich zum Beispiel. Die harmoniert mit Mango hervorragend, mit Ingwer und Mango hervorragend, mit Nektariner, gebratener Nektariner und Karotte aus dem Ofen ist der Knaller. Oder Pfirsich. Pfirsich ist super. Aber ist ja leider keine Pfirsichzeit. Nee, ich habe heute Pfirsiche gesehen, Nektarinen gesehen, aber die waren so hart wie Fußbälle, dachte ich mir, das ist doch gar keine Saison, das brauchen wir auch nicht. Also lassen wir es einfach. Mach nicht so viel, Henrik. Sonst haben wir jetzt gleich die ganze Kilo Karotten. Ja, ich muss ein bisschen machen, geht schnell. Also wir wollen ja was essen nachher. Sonst kann ich wieder einen doppelten Dreifach kochen. Nee. Will ich auch nicht. Mach mal. Ich glaube, der Alex ist eingeschlafen, ne, zu Hause. Oder der arbeitet noch, glaube ich. Der DJ Mood. Naja. Ich guck sonst immer. Anselm Prescott guckt uns zu. Ah, der Liebe. Schöne Grüße. Ja, die vermissen alle. Die vermissen alle ihre Crew. Neulich erst so ein Hashtag gesehen. I miss my crew von Bavaria Fiction. Mich vermisst keiner komischerweise, aber die vermissen sich gegenseitig. Woran das doch, dich vermissen sie auch bestimmt. Ja, meinst du, die vermissen mich auch? Na klar. Grüße zurück. Ja. Also. So, dann haben wir die Möhren nämlich fast fertig. Und die schneiden wir jetzt. Kann man das überhaupt sehen hier? Ja, natürlich. Die schneiden wir jetzt hier so in möglichst dünne Stifte. Na, Stifte sagt man, kann auch Balken sagen. Wie groß sind die? Na, guck mal hier so. Naja, die sind ja ganz schön. Die kann ich schon mal essen. Die kannst du schon mal essen, genau. Die Möhre ist gut für die Augen, das ist völliger Blödsinn. Ne? Michael Reimann guckt auch zu. Michael Reimann? Ja. Das ist schön. Schöne Grüße nach Bayern. Der ist braun gebrannt, dass wir dann im ganzen Jahr nur Urlaub gewesen sind. Mir hat er erzählt, das sind Altersflecken. So alt ist er noch gar nicht. Guck mal, wie alt ich bin. Da steht mir voll im Saft, der Kollege. So. Aber das ist ein ganz. Aber mach nicht so viel, Henrik. Es mach ist nicht so viel. Viel. Nee. Nee, ich möchte ein bisschen mehr machen. Ist auch langweilig, die Karottenstifte da. Okay, dann langweilig. So. Ja. So. Jetzt kommen die Karottenstifte. Aufs Blech. Aufs Blech. Pfeffer rauf. Pfeffer ist hier. Pfeffer. Olivenöl rauf. Das ist fast alle. Die ist aber schon wieder in der Flasche Olivenöl gekillt.
Und wir brauchen Salz. Ist wieder zu viel Öl, ne? Oder? Und zu viel Salz. Bitte nicht. Glaub mir mal, das muss so sein. Du hast da mit dem Lachs gesagt. Sei da nicht immer so pessimistisch, das ist ja fürchterlich. Ich bin doch nicht pessimistisch. Doch, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Ich pass nur auf. Ja, ich pass auf. Du pass mal auf, dass das Bild nicht wackelt. Das ist auch schon was geschafft. Guck mal, wie es wackelt. So, Karotten aufs Blech, Karotten Salz, aufs Blech. Pfefferöl und Vanille. Und ab in den Ofen damit. Und in den Ofen. Ich bin gespannt auf deine Chapati. Die sind gespannt. Der Rest ist nicht so spannend. Die sind weg. Ich habe den auch noch nie bei dir gesehen. Dass du das, ich habe den noch nie gegessen von dir. Ja, mache ich gleich. So, Chapati. Wir machen erstmal jetzt den Hummus. Das war das Wasser vom Hummus. Mhm. Man sagt von den, Kichererbsen. Das kann man nehmen, habe ich noch nie gehört vorher, wenn dort einer erzählt, das kann man nehmen als Eiklarersatz in der Bäckerei. Also man kann mit dem Wasser von den Kichererbsen, das kann man so steif schlagen, und dann kann man veganes Eiweiß machen, veganen Eischnee. Hm. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe es auch gehört. Also, Hummus, gekochte Kichererbsen, viel. So. Pfeffer, Salz brauchen wir. Ruhig ordentlich Salz und ordentlich Pfeffer. Baby. Stativ, damit ich nicht mit aufs Bild kann. Ich will doch nicht kein mit nicht. Wer will das Bild? Flamingo schlägt vor, dass sie mit aufs Bild. Um Gottes Willen. Das war jetzt frech. Also Kreuz? Normalerweise müsste ich jetzt abbrechen. Kreuzkümmel brauchen wir. Also. Flamingo, die Frauen, die sind an der Kamera gut. Laufen das. Ganz gut, wenn ich das hier aus dem... Meine Frau probiert die Pizza morgen. Wenn ich hier das gut aus dem Hintergrund manage. Ich hoffe, die Pizza kommt morgen. Der hat uns einen riesen Karton geschickt mit 1,8 Kilo. Bernhard Bürgi guckt uns zu. Bernhard Bürgi, das ist auch ein netter. Das ist ein fleißiger Quizzer, ist es. Der macht immer bei deinem Quiz. Mhm, der macht immer beim Quiz. Weil Mann, wir können übrigens immer sehen, wer richtig oder falsch antwortet. Ja, aber ich kommentiere das ja nicht. Ich könnte es jetzt auch posten und sagen, der hat jetzt schon das 500. Mal falsch geantwortet. Aber das mache ich nicht. Das wäre ja auch gemein. Die kommt 100%. Genau, danke. Schöne Grüße. Zurück. Nein, kann ich auch gar nicht. Ich hatte früher mal ein System, da konnten wir das kommentieren und wir hatten Best-of-Listen. Das war aber über Facebook. Das war über Facebook und da hat Facebook seine Sicherheitsstandards geändert. Und danach konnte man es nicht mehr. Also. Okay. Zitronensaft. Wir geben ein bisschen Gas. Zitronensaft. So viel. Okay, Knoblauch, ja. Knoblauch, ja, ist gut. Ist gesund auch. Kannst du ein bisschen viel? Mach, wie du denkst. Brauchst du Tahine? Ja, Tahine habe ich aber hier. Schön. Ach, hast du die schon hier? Herr Schellos hat schon mal wie der Fernseh guckt. Knoblauch raus. Hat sich. Vielleicht ein bisschen recht. Ich nehme jetzt absichtlich nicht das allerteuerste Olivenöl. Erst ab dem Tausendsten, schreib. Ab dem Tausendsten was? Weiß ich nicht. Der Ofen explodiert. Der Ofen explodiert? Hilfe, Hilfe, der Ofen geht. Nein. Ja, nein, alles gut. So. Nur ein bisschen drüber machen. Du kannst auch von dem Wasser ein bisschen reinmachen. Von dem Wasser? Ja, kann man schon machen. Das mache ich eigentlich nicht, aber wenn du sagst, ich kann das, dann mache ich das einfach mal. Ich vertraue dir mal. Normalerweise mache ich das weniger. Ich muss das mal ein bisschen beeilen. Müssen wir noch das Chapati ausrollen. Deswegen kann das ruhig mit ein bisschen Speed passieren. Komm. Aber. Was? Ein bisschen langweilig heute? Nö. Nee, du bist ein bisschen müde, ne? Ja. Du warst schon fleißig. Ich war heute wirklich fleißig. Ja, die ganze Wohnung geputzt. Rauf und runter. So, das ist jetzt Sesamtahine, die dann. Genau, richtig Sesamtahine. Vollkommen richtig. Da kann ruhig ordentlich rein. Ich muss auch weggehen, das Zeug. Na, komm hier. Es muss nicht weg, das hält sich 100 Zwar, Jahre. Ja, natürlich hält es 100 Jahre. Das ist ja schon 100 Jahre alt. Das stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Also, und let's go mischen. Erst ab dem Tausendsten, also wenn man tausendmal falsch antwortet, dann gibt es einen Preis. Kommentar. Genau. Aber der Bürger antwortet immer richtig. Was
hatte neulich einen Koch aus Indien, der hat mitgespielt, das war einmalig. Und hat er richtig ja. Wisst ihr? In einem Sterne-Restaurant arbeitet er in Indien. Könntest du mich bitte kochen lassen? Nicht immer abwinken und sagen, was ich alles tun will. Ich mache immer so, Benja. Hatte. Ich weiß schon, was ich tue. Auch wenn ich nicht so aussehe, ich weiß es. Glaub mir, believe me. So. Ich muss noch ein bisschen Öl ran. Ich mache jetzt nur die Berge. Leider weiß ich das. Komm, jetzt. Ich habe mal mit einem Araber in Schweden Falafel gemacht. Und Hummus, das war eine Sensation. Ja, das ist schon gut. Darf ich mal probieren? Ja, gerne. Ja. Hast du einen Löffel? Natürlich habe ich einen Löffel. Ich hole einen, warte. Setz dich hin. Hier ist der Löffel. Guck. Da sind wir schon zu zweit, die das hassen. Was? Meine Kommentare, oder dass ich immer mit reinrede. Wie, wer sagt zu zweit? Der Bernhard Bürgi sagt das. Ja, das ist bei jeder Frau, glaube ich. Das ist immer zu zweit. Naja, es wäre ganz gut mit ein bisschen weniger Olivenöl. Aber es schmeckt gut. Also man kann Hummus schon mal selber machen. Kann man. Man kann ihn noch kaufen, man kann ihn auch selber machen. Also wir haben Hummus, der ist fertig. Zeig ich mal hier, so sieht der aus. Wir haben die Karotten. Damit können wir noch die nächsten 100 Jahre Hummus verspeisen. Die Karotten sind gut. Aber der ist schon schön frisch. Der ist schön frisch. Schmeckt gut nach. Und bitte? Schmeckt nach Olivenöl. Ja, das muss er ja auch. Da ist ja auch kaum Olivenöl dran, ich sollte immer aufhören. Sollte immer da Wasser reinmachen, sonst Regenwasser. Komm. Also, gut. Wir brauchen Platz. Jetzt kämpfen wir mit den Chapatis. Da sind wir mal gespannt. Ja. Schlemmerschule guckt uns zu. Schlemmerschule? Was ist denn die Schlemmerschule? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Also. So, Chapati. Wir haben hier den Teig. Jetzt machen wir den einfach, schau mal. Dann machen wir so Kugeln. Ja. Der ist unheimlich geschmeidig, ne? Zeig mal her. Der ist richtig soft. Der ist, also ich hatte, das kann man gut vergleichen mit dem Strudelteig. Ein Strudelteig ist auch ganz weich in der Konsistenz. Und eigentlich hat der auch so ein bisschen. Eigentlich ist ein Strudelteig auch nicht viel mehr drin. Ich weiß es nicht, was im Strudelteig drin ist. Der muss halt auch richtig geschlagen werden. Also der ist jetzt hier geknetet worden. So. Machen wir das mal hier schnell. Komm her. Ja, komm her. Wir machen uns hier so. Guck mal, so ist es an sich schön, ne? Komm her. So haben wir so eine Kugel. Okay. Er macht es immer so zwischen die Hände. Zeig dir mal, komm her, guck mal so. Und dann drückst du von unten hoch. So habe ich das mal beim Italiener gelernt. Der macht so Pizzateig gemacht, Kugeln. Mal genommen, schau her, guck hier, Finger rein. Jetzt zeig mal. Guckst du da und dann guckst du hier. Du kannst das natürlich wieder alles. Nee, kann das nicht. Aber ich würde das jetzt auch nicht nachkochen. Nein? Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Weil vielleicht gefällt dir nicht. Doch, vielleicht ist. Also ich entscheide das, wenn ich es gegessen habe. Gut, also. Ich hatte das eben nur noch Pfanne gemacht. Wegen. Aber mit den Teigen ist immer so eine Sache. Ja, vollkommen richtig. Ich hatte das eben auch nur in der Pfanne gemacht. Umzeit. Nicht alles vollkochen. So. Machen wir die Pfanne an, volle Kanone. Okay. Nehmen wir uns einen Teig. So, jetzt kommt der Teig. Und dann sollten wir es eigentlich schaffen, dass wir
das Brot. Zumindest in den Fertigsten ein bisschen rund kriegen. Und dünn. Aber zieht er sich nicht immer zurück jetzt? Nee, dadurch, dass er gezogen hat und eine Stunde im Kühlschrank war, zieht er sich nicht zurück. Okay. Zumindest nicht so extrem. Und du siehst ja, kann natürlich jetzt auch wie eine Pizza machen. Aber ich bin eher ein Freund von dem Nudelholz. Ich bin ja kein Italiener. Das haben die in Afrika, haben die das echt exzellent gemacht. Die haben das richtig rund ausgerollt. Ist ja nicht so wichtig, oder? Na, das ist schon wichtig, weil es schön ist, ne? Also muss schon ganz schön. Geht ja. Es jetzt auf oder geht es nicht auf beim Backen? Geht nicht auf. Bleibt aber flach. Pass mal auf, mach ihn jetzt so. Ein bisschen Platz hier. Boah. Was ist jetzt hier los? Und dann kommt es nämlich so, da kommt immer zwischen alle Chapati kommt ein bisschen Öl. Kannst du mal ein bisschen verteilen mit dem Öl. Und jetzt? Dann kommt gleich das nächste Chapati drauf. Du drauf. Mhm. Mal einen großen hier. Kann man mit dir in Schweden rechnen? Mattes Grohn guckt uns zu. Kann man mit mir in Schweden rechnen? Ja. 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 Stand wenn, heute wenn kann Schweden, man mit wenn uns Schweden stattfindet, rechnen. Ja. Aber ich glaube, das ist noch nicht so alles geklärt, das ist in Schweden. Aber ich stecke da ja auch nicht drin, Mattes. Ich bin nicht im Produktionsbüro. Kann nur sagen, von mir aus gerne. Aber der weise Spruch, der Afrikaner, you never know what happens tomorrow, ich glaube, der passt auch ganz gut zu der heutigen Zeit. Es ist nämlich eben nicht so einfach, mit so einem Virus zu planen, glaube ich. So, zeig mal hier, jetzt also Öl habe ich verteilt. Ja. Du musst sehen, dass ich das hier schön mache. Hey, Bube sagt. Wer sagt es? Frinske. Frinske. Frinske? S-R-N-K-Z-R. Ach, der ist aus. Ich glaube, das ist aus Irkutsk. Das ist Sibirien. Ah, okay. Glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Kannst du was Russisches sagen? Super geil. Freue mich aber schon mal endlich wieder lecker essen. Wer sagt es? Mattes sagt es. Mattes, auf jeden Fall. Irgendwie. Wenn nicht, kochen wir online. Genau, wir kochen online. Du müsst ja immer nachkochen. Wir kochen gut, wir kochen reichlich, wir kochen unvergleichlich. So. Wir machen noch mal einen dazu. Mal, ah, hier ist auch wieder der Herr Alex. Ja. Hier, so sieht's aus. Genau. Okay, also Öl zwischen diese Teige und dann... Jetzt habe ich hier solche Hände, I love it, ja. Ja, stell dich ja nicht so an. Mach aber nicht... Back doch mal jetzt ein. Ich muss doch ein paar mehr backen. Was soll ich jetzt immer wieder das Gleiche machen? Ich mache jetzt hier hintereinander weg die Chapati. Und da du das nicht kennst, bist du jetzt einfach mal still und guckst zu. Dann lernst du nämlich was. Da habe ich tot. Wie hast du das in deine Fingerchen? Also wenn ich eins nicht bin, dann still werde ich jetzt nicht sein. Nee, das stimmt. Komm, mach drei und dann reicht's. Ja, ist doch in Ordnung jetzt. Ich ausflippen. Mach mich doch nicht fest. Fertig. Das ist alles was schön voller Mehl hier unten. Herrlich. Werner Kogel guckt auch zu. Wer guckt zu? Werner Kogel. Werner Kohl? Wer ist das? Werner Kogel. Ach, Werner Kogel guckt zu. Hm. Das so. Ist prima. So. Chef hat gesprochen. Ja, so ist es. Oh, es brennt. Alles gut. Es nicht kochen im Dachgeschoss. Was wird das Leckeres? Das wird Chapati. Fladenbrot mit... Wir machen Chapatis. Hummus und genau. Karotten. Das wird... Jetzt kommt hier so ein bisschen vegetarisch. Arabisch. Vegetarisch. Wir können fast sagen vegan. Der hier ist nicht jetzt eingeölt, der erste. Das macht nichts, aber jetzt nehme ich ihn weg, pass auf. Kann dann nämlich ein bisschen. Jetzt bäckt der da drin. Ja, der bäckt ein bisschen. Und in der Zeit, wo der bäckt, werde ich mal nach unseren Karotten. Humus gibt immer, das stimmt.
Humus geht immer, Hummer geht auch immer, aber Humus auch. Eigentlich stimmt. Hummer geht immer. Karotten gehen gut. Drehen wir mal die Temperatur ein bisschen rum. Jetzt siehst du die Blasen? Ja, ich sehe es. Und jetzt kannst du mal ein bisschen näher rangehen hier. Ich kann. Wenn du kommst. Ja, so ist schon gut. Und jetzt siehst du gleich, wie das schön kross wird gleich. Und das zeigt nämlich ein gutes Chapati aus, dass das schön Blasen wirft. Woher kommt die Chapati? Indisch. Ach, das ist so indisch? Ja. Das ist eigentlich ein Ursprung, das ist in Indien. Mhm. Und ich habe das in Afrika gemacht, beziehungsweise ich habe es mir zeigen lassen von meinen Teilnehmern in Ruanda. Der Humus von Serhan war oder ist mega lecker. Der Humus von? Von Serhan. Achso. Ich hacke jetzt hier extra mal so ein bisschen grob Petersilie noch, die brauchen wir. Ja. So, dann gucken wir mal, ob das Brot macht. Siehst du, okay? Da hast du nämlich hier diese braunen... Ja, ich kenne das. Deswegen ölst du den Teig ein, damit es schön gleichmäßig ist. Jetzt röstet das Brot. Und jetzt können wir auch schon langsam anfangen, uns mit anrichten. Was herzurichten, genau. Ich mach mal die Petersilie hier rein. So. Die Karotten raus. Und der Teig klebt ein bisschen an hier. Was? Ja, der Teig wird jetzt warm, dann hängt er ein bisschen an, das macht aber nichts. Kann man mit einem normalen Teigschaber kann man das abmachen. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Stell es doch da oben hin. Das kommt so nicht. Ich mach das nämlich schlau, okay? Keine Sauerei. Mhm. Ein bisschen Sauerei. Du weißt ja, dass ich immer ordentlich arbeite. Weiß der Mathis auch. Hast du den Löffel schon im Mund gehabt hier? Ja. Und wir sind ja hier in Familie. Hm? Zeig mal das Brot, das würde ich ja gerne mal probieren. Ja, Moment. So. Das ist fertig. Super. Das Brot ist gleich fertig. Das ist im Übrigen. Dieses Brot, das backen wir hier, ist eine Hommage an Alex. Ja, Alex liebt Fladenbrot. Mit Bratwurst. Mit Bratwurst. Ja. Kannst du mir mal den Teller hinter dir geben, bitte? Ach, sehr reizend, Herr Reimann. Scheinbar kennen die beiden sich. Kannst du mir mal den Teller hinter dir geben? Ja. Hier ist ein Teller. So. Jetzt sag mal. Humus noch für die nächsten 2 Jahre. Stimmt. Also wer jetzt hier wieder sein Restaurant eröffnet und noch ein bisschen Humus braucht. Ein bisschen Humus braucht, dass wir uns melden. Ist aber jetzt ein bisschen so Crossover, oder? Nee, das ist nicht Crossover. Ich dachte, du wickelst das irgendwie ein. Also diesen, nee. Diesen, Ich mache jetzt hier nur das Olivenöl. Dann haben wir hier einen Teller schon, ja, mit Humus. Ja. Ja. Okay. Machen da ein bisschen von der Karotte drauf. Mach ich mal mit den Händen. Ja, ein bisschen so Freestyle. Das reicht, sonst reicht es ja nicht für alle. Ja, da musst du noch immer noch was Neues machen. Warum? Da kannst du ja nicht reichen. Mhm. Und dazu, mal das nächste Mal, gibt es hier das Chapati. Pass auf. Und zwar so im schönen. Schön im Dreieck geschnitten. Auch mal ein bisschen. Dann legen wir das hier, dann kann man es hier anlegen. Wir legen mal hier eins an und zwei. Die anderen hebe ich auf. Okay. Jetzt kannst du mal probieren. Ich probiere das jetzt hier. Probier das mal. Erstmal wollte ich ja nur das Brot probieren. Das Brot ist schon gut. Wir haben das nicht. Also das Brot. Könnte man da noch ein bisschen Salz dran machen? Also erstmal ist ja noch total heißes Brot. Ja. Salz kann man dran machen, ja, wenn man möchte, ja. Also in den Teig.
den Teig von dem Brot. Hm. Kann man machen. Man kann das Brot auch ein bisschen mit einer Petersilie färben. Kann man auch machen. Man macht ein bisschen grünes Brot. Wichtig ist nur, dass es dünn ist. Und wichtig ist, dass die Pfanne glühend heiß ist. Das geht am besten über Chuckles, über Holzkohle. Geht das richtig gut. Aber ist sehr lecker. Hm? Ist sehr lecker. Also schmeckt alles auch wirklich, weil dieses Brot. Das war jetzt echt eine schnelle Nummer. Das war ein frischer Hummus mit Chapati und marinierten Karotten. Mal vegan. Mm. Nicht immer Fleisch, nicht immer irgendwelche tierischen Produkte. Hier sieht man die schön, die Blasen, die kommen hier vom Chapati. Das bläht sich schön auf. Ne? Aber warum bläht er sich eigentlich auf? Ich weiß es gar nicht. Das Wasser ist da drin, das bläht sich auf. Ne? Kann das sein? Mm. Ja. Das ist wie bei dem Schnitzel. Genau, wie man einen Schiebel im Schnitzel trägt, den kennt ihr mittlerweile auch jeder. Den haben wir ja mal gezeigt. Großes Lob an den Kameramann. An die Kamerafrau muss mal gesagt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Der Serhan. Also, das ist schon sehr lecker. Ein bisschen, ich muss jetzt sagen, ein bisschen Salz fehlt. Wo fehlt Salz? Ich hätte das Brot gesalzen, mehr? Mm, ja, das Brot hätte ein bisschen mehr. Dann müssen wir das Brot beim nächsten Runde, wo wir jetzt für uns was backen, müssen wir es nochmal salzen. Kann ich ja machen. Wir haben ja noch zwei Brote. Und dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Morgen kochen wir wieder was. Ich glaube, morgen gibt es vielleicht Pizza, wenn wir kommen. Und übermorgen wollen wir mal Falafel machen. Frische Falafel im Flammenbrot. Davon kaufen wir. Aber und das ist so ein Essen, das isst du unendlich und dann wird man dick. Nein, nicht dick. Doch. Tschüss. Also, Chapati, Karotten, Chapati, Petersilie, Olive, Hummus. Mm. Der Hummus ist auch nicht so dünn, der hat noch ein bisschen Stücke drin. Das schadet überhaupt nichts, das macht auch nichts. Die kann man wunderbar so essen. Guten Appetit. Tschüss. So, wir hoffen auf mehr Zuschauer und besseres Wetter. Genau. In diesem Sinne, guten Hunger, vielen Dank. Bye-bye. War sehr lecker. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. War dann dabei? Wie viele? Hm?